Feuerlauf. Feuerlauf bedeutet, dass man barfuß über glühende Holzkohlestücke geht. Feuerlauf ist eine Art Mutprobe, es ist eine Art Reinigungsprozess. Beim Feuerlauf wird erst Holz angezündet und dann brennt das Holz so weit nieder, bis nachher glühende Kohle da ist. Und über diese glühende Kohle geht man dann drüber. Es gibt sogar einen Weltrekord des Feuerlaufens, wo man 222 Meter über glühende Kohlen drüber gegangen sind. Und manche sagen sogar, dass sogar 250 Meter glühende Holzkohlen schon überschritten worden sind. Das Überschreiten von glühenden Holzkohlen scheint nicht wirklich ein parapsychologisches Phänomen zu sein. Es gibt verschiedene physikalische Erklärungen, dass eben Holzkohle keine sehr große Wärmeleitfähigkeit hat und Fuß auch nicht. Wenn man schnell drüber geht, ist der Kontakt sehr kurz. Wenn man längere Zeit auf glühenden Holzkohlen steht mit den Füßen, könnte sein, dass das Feuer ausgeht. Es gibt verschiedene Erläuterungen. Insbesondere, wenn man nur kurz über die Kohlen drüber läuft und relativ schnell drüber läuft, hat das vermutlich nicht mit einem parapsychologischen Phänomen zu tun. Aber es gibt verschiedene Orte, zum Beispiel auf den Fidschi-Inseln oder in Bereichen des orthodoxen Christentums in Südost-Bulgarien und Nordost-Griechenland. Dort geht man nicht nur kurz über glühende Kohlen, sondern man tanzt auf den glühenden Kohlen und vorher begibt man sich in Trance und über diesen Trancezustand gibt es eine gewisse Schutzwirkung beim Feuerlauf.